So. Was haben wir denn hier Schönes? Sammle die. Ach nee, das ist unseres. In Ordnung, Männer. Bringen wir dieses Stück Carbonit schnell zu seinem Besitzer. Oh, ich habe euch nicht eintreten sehen. Lord Haben Barras komische hätte kein Hosen an. Empfangskomitee schicken brauchen. Offensichtlich ist Lord Barras da anderer Meinung. Meine Männer und ich haben schon weitaus gefährlichere Aufgaben für Lord Barras erledigt. Der Gefangene ist in Carbonit eingefroren. Es besteht also keine Fluchtgefahr. Und das ist verbündetes Territorium. Ich denke, hier sind wir sicher. So etwas wie verbündetes Territorium gibt es nicht. Nichts für ungut. Diese Art von Paranoia mag Lord Barras liegen, aber mir nicht. Wenn ihr für uns arbeitet, dann schon. In Ordnung, wie ihr meint. Bringen wir diesen überdimensionalen Eisblock zu eurem Meister. Wie er dir widersprechen wollte die ganze Zeit. Ja. Was wagt er sich? Man froh sein, dass ich ihn nicht kreiere. Nicht so schnell. Mein Meister hat diesen Eisblock bestellt. Also tretet vom Carbonitmann zurück und niemand muss dran glauben. Das ist eine private Veranstaltung. Dann betrachtet sie als geplatzt. Ich bin hier, um euch von eurer Last zu befreien. Ob das nun euer eigenes Leben mit einschließt, ist euch selbst überlassen. Schau, schau. Wenn das nicht Slestak ist, dein Meister den Eismann auch wollen, hm? Schade. Wir gehören. Ihr zwei kennt euch? Tumar zu kennen, bedeutet Tumar zu hassen. Gilt auch für dich, Slestak. Wenn du nicht fliehst, schlage ich zwei Steine mit einem Vogel. Wow. Ich bin ein Narr. Ich werde Lord Barras nie wieder in Frage stellen. Was tun wir? Wir töten sie alle. Ich weiß, ihr gehört zu den Sith. Aber ich denke, mit eurem Heldenmut seid ihr falsch beraten. Ich habe eine Idee, Slestak. Wieso spielen wir nicht Glücksknochen mit Schwätzer? Größere Hälfte kriegt die Beute. Ein Waffenstillstand also. Ihr hättet eine Chance gegen einen von uns, Sith. Aber auch ein Meisterkönner der Macht würde hier versagen. Dann sollen die Würfel fallen. Angriff! Zeit zu töten, Jungs! Okay, Zeit zu töten, ihr habt's gehört. Ja. Oh. Schon besser. Ich hab's Slestak übrigens schon gekillt. Ne? Ja, was war das? Loot! Ich will das Loot! Wow. Oh, da hinten ist grünes Loot. Was will ich noch haben? Kann ich das gebrauchen, was ich... Nein, natürlich nicht. Ich habe es natürlich nicht bekommen. Mann, ey. Noch mehr hinterhältige Angreifer im Anmarsch. Und noch mehr? Noch mehr Spaß! Aufhalten, während meine Männer und ich fliehen und den Gefangenen zu Lord Barras bringen. Ich gebe euch Deckung. Los! Na los, Männer! Lauf, Schritt! Oh, noch mehr Gewalt! Noch mehr Gewalt! Noch mehr Idioten, die jetzt sterben! Oh, jetzt müssen wir zu Barras zurück. Okay. Bevor wir das machen, machen wir dann unsere Mission. Mhm. Und dann gucken wir mal. Sammle die zerrissene archäologische Pläne. 0 von 3, na gut. Machen wir doch! Möp. Möp. So, einmal mit Taxi und dann kann ich endlich mal dahin fliegen, wo ich die ganze Zeit schon wollte. Anscheinend. Drohnenkastsoldat. Wie viel Geld habe ich eigentlich mittlerweile? 34.000. 32.000. So viel, ja. Ich muss noch nicht mal mit dem Taxi fahren. Wie cool.
Doch, muss ich. Wenn's geht. Nö, anscheinend nicht. Es geht nicht, verdammt. Warum wird mir das Taxi dann lila angezeigt? Das ist Chaos-Mission. Ach so, das ist Chaos. Mann, Chaos, verarsch uns doch nicht mit deiner Mission. Kann doch nichts dafür. Wo ist denn das? Ach, das ist da ganz da hinten. Ach, Kacke. Zum Glück müssen wir das nicht laufen, ey. Sonst wird das noch eine Weile dauern, bis wir da sind. Etwas. Ja genau, glitsch dich da erstmal fest. Wer? Mein Charakter, ich hab mit dem geredet. Wir sind schon fast da. Ist bei euch eigentlich auch eine Quest hier zu sehen? Ja, ich hab da eine Quest. Ich hab da auch eine. Genau wie berichtet. Ein Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut, gut. Herzlich willkommen. Ihr kommt genau zur rechten Zeit. Ich bin Lord Drow. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf Widerstand stößt, werde ich gerufen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Drom und Kas beenden. Ich weiß nichts von einem Sklavenaufstand. Bald gibt es auch keinen mehr. Ihr könnt mir helfen, ihn zu beenden. Die Situation ist folgende. Ein Sith-Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine Sklaven lehnten sich auf und bewaffneten sich. Der Koloss ist unvollendet und jetzt beherrschen schwer bewaffnete Sklaven den Dschungel. Eine Schande für das Imperium, aber eine günstige Gelegenheit für mich. Eine günstige Gelegenheit, um die Sklavenpopulation auszudünnen. Tote Sklaven sind ein Nebenprodukt meines Plans, aber nicht das Hauptziel. Ich teste eine Waffe, eine giftige Substanz namens Quell. Die Opfer erleiden lang anhaltende, quälende Schmerzen und sterben schließlich. Die Verbündeten des Opfers sind derart schockiert von den Auswirkungen von Quell, dass ihr Wille gebrochen wird. Das ist zumindest mein Ziel. Das klingt nach einer lohnenden Sache. Es ist eine Kunst, die Massen einzuschüchtern. Dazu braucht man viel Fingerspitzengefühl. Ich brauche jemanden, der eine bestimmte Menge Quell in die Wasserversorgung der Sklaven einbringt, damit ich die richtige Dosierung ermitteln kann. Diese Arbeit ist aber gefährlich. Überall sind bewaffnete Sklaven. Doch euer Erfolg wird reich belohnt werden. Was sagt ihr? Die Sith sollten einander helfen. Ausgezeichnet. Dann lasst uns beginnen. Mein Assistent, Sergeant Slarin, wird euch die richtige Quelldosis mitteilen und euch etwas davon geben. Erst im Forschungszelt. So viel zu dem Thema, wir machen unsere Mission, wenn wir keine Nebenmission mehr finden. Gibt es denn doch welche? Vollgespräch, hab keine Lust. Lord Rawls Geschmack richtig. Bewegen musst du dich so oder so. Leider kann ich das. Schickt er euch wegen des Quelltoxins. Ich helfe ihm bei der Niederschlagung des Sklavenaufstandes. Versteht ihr denn wirklich, worum er euch gebeten hat? Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt, dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Rawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. Tun wir auch, und? Ja. Lord Rawl würde es sicher nicht gefallen, das zu hören. Versteht mich nicht falsch. Lord Rawl ist sehr gut auf seinem Gebiet. Doch er stellt seine persönlichen Neigungen über unsere Effektivität.
Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen. Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Rawls Mordlust unterstützt habe. Wäre er nicht so ineffektiv, ich wäre längst schon Captain. Wenn ihr euch von anderen aufhalten lasst, verdient ihr es zu scheitern. Warum reden wir überhaupt darüber? Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so lange bleibt die Lage ungewiss. Ich habe eine Dosis vorbereitet, die Sklaven sofort tötet. Und das ist besser für das Imperium und für mich. Werdet ihr meine Dosis nehmen? Kann ich nicht entscheiden. Diese abtrünnigen Sklaven sollen dafür bezahlen, dass sie dem Imperium ungehorsam waren. Ihr verlängert nicht nur das Leid der Sklaven, sondern auch meins. Es ist so geworden. Ach ja, es ist ja wieder Holo. Wie? Na gut. Nehmt das Quelltoxin und führt es in das Wasserfiltersystem der Sklavenlager ein. Wenn ihr fertig seid, geht zu Lord Drawl und holt euch eure Bezahlung. Du hättest wohl doch besser Bock haben müssen, hier hinzurennen, oder? Mhm. Diese 5 Meter hättest du auch noch geschafft. Ja. Ich denke mal, das nächste Mal hast du Bock, oder? Mhm. Gut. Hat gezählt für euch? Mhm. Ja. Wunderbar. Kontaminiere bla. Okay. Okay, die rebellischen Sklavenarbeit ist auch ein Ziel. Gut. Ich muss erstmal gucken, ob noch alle. So, dann machen wir erstmal die Sklavenarbeiter. Alle super schnell platt. Noch ein Boot. Ah, okay. Das ist gut. Oh, hier liegt noch Loot. So, ihr seid da hochgerannt, okay. Erstmal die Bonus. Nicht doch. Weil gerade schon wieder so ein Wassertank zerstört wurde. Bei mir sind schon 3 von 6. Wir haben noch andere 3, die wir machen müssen. Andere. Trotzdem. Wasserfilter. So, die gehen auch down. Ganz schnell. Oh, der hält ein bisschen mehr aus. War auch nur ein bisschen. Da sind noch mehr da drüben. Hier, wo ich bin. Okay, die sind. Die habe ich jetzt alle down gemacht. Die ich gekillt habe, haben auch für euch gezählt, oder? Ja. Ich glaub schon. Also ich habe 23 von 30. Ich auch. Hm. Gut. Aber dafür schon wieder ein bisschen weiter weg war. Und man weiß ja, das zählt ja nicht hier über die volle Distanz. Man muss ja in der Nähe bleiben. Wie viel? 5 fehlen mir noch. Hier haben wir einen. Der ist put. Da, ganz viele da. Das ist eine ganze Armee. Ach, jetzt spring über den Stein, danke. Nein, eine ganze Armee? Aber das ist eine ziemlich lame Armee. Oh, die Reservewassertanks sind weg. Zweite Wasserfilter. Oh. Oh. Die waren mit einem Schlag schon besiegt. So. Hm. Die mache ich auch mal put hier. Was fehlt denen ein, da einfach zu chillen, ey? Ja. Das ist doch niemand erlaubt. So, jetzt fehlen uns noch 2. Den zweiten und den vierten Wassertank. Mhm.
Was eilet? Ja, mach den mal eben. Oh, die müssen alle einfach so leiden. Ah, jetzt hat er es akzeptiert. Gut, und dann fehlt uns nur noch einer und der ist da drüben irgendwo. Die armen Sklaven. Können mir nichts dafür. Was ein Jammer. Genau, wir können nichts dafür, dass wir das Wasser kontaminieren. Genau. Wir haben angefangen, jetzt müssen sie auch den Krieg zu Ende bringen. Wann ist er? So. Genau, renn einfach in meinen Sturm rein, kein Problem. Gefällt mir. Erledigt. Kehre zu Lord Raul zurück. Okay, da liegt noch Loot. So, einmal der Zeit Loot. Kannst du mal den Schrott verkaufen. Bis bald. Und weiter geht's. Weiter geht die Wild... Autsch! Du dummer... Wow, ihr wollt wirklich Stress haben, oder? Das habt ihr jetzt davon. Wenn die mir einfach meinen Jetpack zerschießen, ey. Das fand ich jetzt nicht so nett. Ich hab denen gar nichts Böses getan und die zerschießen mir meinen Jetpack. Ganz schlimme böse Leute. Das ist gemein. So, diesmal direkt Gespräch. Diesmal hast du Bock drauf, ne? Genau die Ergebnisse geliefert, die ich mir erhofft hatte. Eingenommen ist das Quelltoxin also ein Foltermittel für diese aufständischen Sklaven. Wie belebend die Auswirkungen auf die Überlebenden zu beobachten, die nur hilflos zusehen können. Kommen wir nun zum Wichtigsten, meiner Bezahlung. Ich habe versprochen, euch gut zu belohnen und ich halte meine Versprechen. Das Quelltoxin wird dem Imperium gute Dienste leisten. Aufstände schmerzhaft und entschieden beendet werden. Ihr habt eure Belohnung verdient. Ja, den einen, der wollte ja die sofort töten, die Sklaven. Ich muss Grauen und Verzweiflung beobachten und aufzeichnen. Oh, geht nicht schon. Ich will einmal den Fokus verwenden. Okay, wo ist da der Unterschied? Der Text. Die haben unterschiedliche Effekte. Da musst du dir halt durchlesen. Gut, wir nehmen wir stärker. Nehmen wir das. Ich tritt da einfach. Aber es ist irgendwie ein harter Kampf. Ja, für die Jedis, die Rebellen. Dies ist ein harter Kampf. Gut, jetzt können wir versuchen, unsere Quest wieder weiterzumachen. Yes. Hoffentlich lassen die uns mal in Ruhe. Jetzt da deren Trinkwasser kontaminiert ist, sollten die es nicht wagen, gegen uns aufzubegehren. Da liegen noch ein bisschen Drops. So, hab ich. Ja, da ist ja Drops gelutscht. Ja. Ist da vor euch hier Quest? Hier? Nein, ich hab da keine. Oder nein. Doch, ich hab da eine. Beim Fenrich? Ja. Hab ich auch eine. Also, so viel dazu. Seht sie euch da draußen nur an. Sie sind wie Tiere. Hunderte von Sklaven, die keinen Anführer haben und keinen blassen Schimmer, was sie mit ihrer Freiheit anfangen sollen. Wie ich bereits sagte, sind die Sklaven wie Tiere. Aber wir haben ein seltsames Verhalten bei ihnen bemerkt. Meine Vorgesetzten wollen mehr wissen. Einige Sklaven bringen sich gegenseitig um. Wir wissen nicht, ob sie verrückt, hungrig oder verzweifelt sind.
oder ob sich eine Gruppe gegen die anderen gewandt hat. Ein Bürgerkrieg unter den Sklaven könnte nützlich sein. Ja, meine Vorgesetzten denken auch, dass man die Mörder vielleicht manipulieren könnte. Wir wissen, dass die Tötungen einem Ritual folgen. Die Mörder schleichen sich nachts an, erstechen ihre Feinde und beschmieren sich mit Blut. Wenn ihr da nachforschen könntet, sie auf frischer Tat ertappen, könntet ihr vielleicht etwas über ihre Gründe erfahren. Die Sklaven werden mir ihr Wissen offenbaren. Haltet nach Sklavenausschau, die sich gegen die anderen wenden. Mit Glück bekommen wir so Antworten. So, ich müsste mal kurz wohin, also kurz AFK. Okay. Kann ich ja da kann ich ja wieder ein bisschen was verkaufen, was ich nicht brauche. Wobei, das könnte ich ja bei mir ausrüsten. Dein Charakter ist weg. Gott. Dein Begleiter, meinte ich. War wieder da. Okay. Seid ihr denn? Ihr seid dort. Okay, gut. Noch am Ver- wo ist der NPC? Ach, da ist er. Nein, danke. Das war ich nicht, So, oh, jetzt habe ich wieder viel Platz. Leben Sie wohl. Kommt mal wieder her. Na, wie läuft's? So, du kriegst jetzt ein Geschenk von mir. Soll das ein Witz sein? So, ich habe auch mal alles verkauft. Wie viel Geld habe ich jetzt? 39.000, okay. Was ist denn das noch für Skills? Ah ja, okay. Ja, dann noch. Und ja, die beiden Ziele sind für uns ganz nah beieinander. Sehr gut. So. Vielleicht sollten wir uns auch für dieses Projekt auch mal Themen überlegen, über die man reden kann. Mhm, wäre nicht schlecht. Okay, die Rebellion-Sklaven ist auch wieder ein Bonusziel. Sehr gut. Oh, ich habe eine Pläne, einen Plan gefunden. Ja, das ist das Hauptziel, was wir machen müssen, Ruffy. Die können wir ohne Bedenken einsammeln. So, 2 von 3.
auf. Ich werde mal gleich meinen Gefährten fortschicken, damit Chaos seine rufen kann. Ja, das kannst du ja jetzt machen. So. Habt ihr mich vermisst? Ja, ich hab dich vermisst. Das ist einfach der typische Keanu-Satz, als er bei der Raststätte vergessen wurde. Ja, danke, dass du die Geschichte nochmal aufwärmst. Entschuldigung. Hallo, ich will dich gerne angreifen. Oh, ein Hologramm ich habe. Ne, ich habe hier Kampf. Ja, ich kann mir nicht kommen. So, Bonusmission erledigt. Ich brauche noch ein. Ach, da kann ich ja aufsammeln. Dann und ich hab mal Hologramm annehmen. Ich hab noch keins. Ja, das ist auch unsere Quest, unsere Story. Sie sind etwas schmutzig. Hab ich auch gefehlt. Lasst uns reden, wenn wir die Gelegenheit haben. Okay, durchsucht die Sklaven und Kultist nach Hinweisen. Haben wir immer noch. Müssen wir immer noch machen. Die Nebenquest. So, einfach mal Blitzdingsen. Ja, passt das schon. Mit uns legt sich besser niemand an. Aber noch keine Hinweise. Why not? Weil sie keine Hinweise haben. Die sind scheiße. Fußvolk. Momentan sieht man ja gut auf YouTube, wie scheiße die Menschen eigentlich sein können zu jemanden. Heißt? Der YouTuber Tanzverbot, der hat in einem Stream einfach mal gesagt, yo, wie sieht's aus, einfach mal zusammen irgendwie einschlafen und so weiter. Und diese Zeit, wo er gepennt hat, haben irgendwelche Assis genutzt, um, ich glaube, irgendwie ihn zu DDoSen, zu hacken, irgendwie sowas in der Richtung und dann seine Adresse, Telefonnummer und alles preiszugeben. Oha. Und nun wird er andauernd angerufen, Dinge werden auf seinen Namen bestellt und das geht allen so auf den Keks, dass nun auch der Vermieter gesagt hat, du musst am Ende des Monats raus hier. Wow. Und das nur wegen irgendwelchen Spaßvögeln. Das ist natürlich krass. Das ist heftig, ey. Entzünde das Signalfeuer. Also was sich manche Leute so rausnehmen, machen zu dürfen, das ist... Ist unglaublich, ja. Wirklich. Warum macht man sowas? Vor allem, der hatte nie ein was getan. Hallo, ich will an dem Gespräch teilnehmen, danke. Was ist das da? Das finde ich schon ein bisschen traurig. Vor allem, er kann halt nichts dafür, andere anschuldigen.
Ihr, ihr seid nicht der Anwärter. Ihr seid ein Sith. Eure Gegenwart ehrt uns. Willkommen in unserem Gefängnis. Fangt an zu reden. Eine falsche Bewegung und ihr sterbt. Ihr wollt eine Erklärung? Ich bin Traga Unvol, der Anführer der Befreiten. Ich bin meines Hasses Herr. Als die anderen Sklaven sich befreiten, habe ich gelacht. Wie ihr wusste ich, dass ihre Flucht eine Illusion war. Nur die Sith genießen wahre Freiheit. Trotzdem sitzt ihr hier fest. Wäre ich geflohen, hätten die imperialen Blaster mich getötet. Ich hatte andere Pläne. Ich ergriff die Chance, mich zu beweisen. Ich trennte die Schwachen von den Starken. Ich tötete und lehrte. Ich lehrte Sklaven, die Freiheit durch Blut zu finden. Nun sind meine Anhänger und ich die Herren. Und schon bald werden wir zu Sith werden. Ihr mögt Potenzial haben, aber ist die Macht stark in euch? Meine Stärke liegt in meinen Fäusten. Doch die Macht führte mich hierher, wie sie euch geführt hat. Und nun könnt ihr dem Imperium von uns berichten. Ihr seid stark. Mit eurer Zustimmung werden wir dienen. Tragt die Kunde unserer Loyalität zu euren Herren. Dann werden wir das neue Gesicht des Imperiums, Verfechter der dunklen Seite. Das Imperium soll eure Botschaft hören. So soll es sein. Nehmt dieses Datenpad. Es enthält mein Bittgesuch an die Sith Lords. Ich bin noch nicht bereit, den Koloss zu verlassen. Mit jedem Mord spüre ich, wie meine Macht wächst. Und es gibt noch viele, die sich mir anschließen könnten. Doch bald werden wir bereit sein. Wir erwarten die Nachricht des Imperiums. Setzt eure Arbeit fort. Tötet die Sklaven in meinem Namen. Lebt wohl. Wir kehren nun in die Schatten zurück. So am Schnacken, ey. Mein Stuhl, ne? Der regt mich manchmal auf, ne? Ach, das ist nicht der Stuhl, du bist einfach nur alt. Ja, okay, hast du wieder recht. So, unsere Story-Quest geht dort hinten weiter.